So, ihr kleinen Schokomäuse, heute natürlich auch noch hier Sackfishing, Türchen Nummer 23, Raubfisch und Wels. Wir starten mit Wels. Ich brauche einmal die 19. Tut mir leid, ich habe es vergessen. Ich wollte ja nochmal in die Knicklichter reingucken, ob das eine Knicklicht noch knicklichtet. War das das hier? Genau, habe ich extra mal nachgeschaut. Mal schauen hier. Ist jetzt leider schon ein paar Tage her, wird wahrscheinlich nicht mehr leuchten, oder? Ich mach mal gleich das Licht ein bisschen aus. Moment. So. Geht's denn auf hier? Na, sage mal. Moment. Ach, jetzt. Ach, diese scheiß Fingernägel. So, da ist das gute Stück. Nee, leuchtet nicht mehr. Okay, ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Heute ist der 22. Also nach 3 Tagen. Leider nicht mehr. Na gut. Schon ein bisschen schade. So, dann kann Licht wieder an. Licht um 1. Licht Nummer 2. Und damit heute jetzt hier Türchen Nummer 23. Das ist aber schwer. Aber nicht schwer wie ein Blei. Da haben wir einen Cat Pointer. 8 cm lang. 1 Meter Lauftiefe. S für Sinking? Nee. Shallow? Silent? Keine Ahnung. 27 Gramm Acid Green Ultraviolet Active Rattling. Also Silent können wir schon mal streichen von der Liste. Kann zum S nicht passen. Also ein zweiteiliger Wobbler. Gucken wir mal aus. Hubala. So, der sieht jetzt gar nicht so riesig aus. Den könnte man ja fast fürs Hechtangeln nutzen. So. Kriegen wir dann den jetzt ja auch noch auseinander. Boink. Boink. Was ist das gute Stück? Oh, das ist aber sehr wild wackelig hinten schon. Einfach nur so mit zwei Ösen hier hält es zusammen. Ah, die Kugeln, die da drin sind, haben ganz wenig Bewegungsfreiheit. Wie man hört. Finde ich ganz interessant. Ja, ansonsten eigentlich sehr interessant. V-aktiv, selbstverfreilich. Guckt ganz schön grimmig rein. Könnte auch ein Kawasaki Ninja Wobbler sein. So, rein damit. So. Nee. Darum war nicht so doll zusammengemacht, bestimmt, weil es anders einfach nicht passt. Packe ich einfach später ein. So, Türchen Nummer 23. Zack, Raubfischadventskalender. Das nochmal klingt eher so wie nochmal eine gerollte Packung Gummifisch. Naja, total falsch, so wie immer. Da haben wir nochmal ein Chatterbait drin. Eieieiei. Chatterbaits, muss ich leider sagen, liebes Zack-Fishing-Team. Haben wir in den letzten Jahren sehr oft gesehen. Unter diesem Kalender müsste es jetzt, glaube ich, auch der 4. sein. Ich habe es jetzt größentechnisch nicht im Kopf. Der ist wahrscheinlich 10 Gramm hier oder sowas. 7 Gramm. Ich weiß nicht, inwieweit wir da auch verschieden sind von den Größen. Werden wir alles dann im Fazitvideo nochmal gucken. Aber da hätte ich mir tatsächlich auch was anderes gewünscht. Ne? Hakengröße 4, ultraviolett aktiv. Chartreuse Party nennt sich hier. Die Farbe. Sicherlich was, was man immer gebrauchen kann, aber will ich da gleich 4 Stück von im Kalender haben? Ja, das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. So, vielleicht muss ich leider auch nochmal so sagen, vielleicht müssen die auch langsam weg. Das ist erstmal noch die alte Verpackung. Dann gibt es ja auch immer noch die alte Verpackung auch, wo schon drüber geklebt ist. Ich weiß nicht, vielleicht sind das wirklich noch so die Bestände, wo man gesagt hat, wir packen die hier noch in den Kalender. Mal gucken. Also, bin gespannt auf eure Meinung dazu. Ich finde es nicht ganz so geil. Auch wenn Chatterbaits generell was Tolles sind. Ne? Da kann man super mit angeln. Also, allerdings muss ich auch sagen, hat man, glaube ich, wenn man Chatterbaits angelt, eine höhere Wahrscheinlichkeit, den Köder nicht zu verlieren. Ein Chatterbait ist ja klassisch ein Köder, den führen wir im Freiwasser, den führen wir natürlich auch mal an einem Seerosenfeld lang. Aber der hat natürlich lange nicht so eine Hängergefahr. Erstmal ist die Hakenspitze nach oben.
Und der läuft halt sehr flach, wie wenn wir beispielsweise Twitch-Baits oder sowas fischen oder halt natürlich Wobbler oder alles, was halt unten auf dem Grund rumkrauchen muss zwischen Geäst und sowas. Also da ist auch bei mir, glaube ich, Chatterbait-technisch in den letzten Jahren echt nicht viel verloren gegangen. Und damit würde ich eigentlich sagen, dass wenn wir 4 Stück jetzt hier im Kalender haben, haben wir, glaube ich, auch erstmal ausreichend fürs nächste Angeljahr. Farmtechnisch ist es auf jeden Fall hübsch. Habe ich schon das Licht ausgemacht und den UV-Test? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich mache einfach nochmal. Ja, hier noch ein Streifen, da noch ein bisschen UV. Also alles super. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Türchen findet. Oder auch den Kollegen hier und dann sehen wir uns später. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.